Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf zunächst von meinem Kollegen Backhaus recht herzlich grüßen und ich freue mich, wieder mal ein paar Ausführungen zum Thema Landwirtschaft machen zu dürfen. Zunächst darf ich Ihnen mitteilen, das ist ja der erste wichtige Beschlusspunkt des Antrages, Herr Minister Backhaus ist ein Freund aller Landwege und er kümmert sich auch um die Landwege, da gibt es gar keinen Zweifel. Zweitens, er lässt mich allerdings ausrichten, dass er Ihren Antrag nicht für tauglich hält, dem Problem, wenn es denn eins gibt, abzuhelfen, allein aus folgendem Grunde. Wie Sie wissen, sind die Landwege, wenn überhaupt, in kommunaler Zuständigkeit. Das ist keine Aufgabe des Schweriner Schlosses oder der Ministerien dieses Landes, daran etwas zu ändern. Und deswegen ist Herr Minister Backhaus der Auffassung, dass man seine Zeit in andere Dinge investieren sollte, als in Konzepte, nach denen die Gemeinden oder Landkreise uns bisher nicht gerufen haben oder uns aufgefordert haben, sowas zu machen, sondern das sind Entscheidungen, die in den Gemeinden stattzufinden haben. Und Herr Minister Backhaus hält die Gemeindevertreter dieses Landes nicht nur für demokratisch legitimiert, sondern für klug genug, die Entscheidungen, die sie zu treffen glauben zu müssen oder zu sollen, auch selber zu treffen, ohne dass es eine Anleitung des Landes bedarf. Und deswegen darf ich im Namen meines Kollegen Backhaus Ihnen empfehlen, diesen Antrag abzulehnen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Für die Fraktion Die Linke hat jetzt das Wort der Abgeordnete Dr. Weiß.